So, hallo Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, bei der SG 68 gibt es eine 16 Zoll Ventilsteuerung im Internet zu kaufen auf meiner Website der Firma HP Airgunworks. Die ist eigentlich ziemlich leicht auszutauschen. Wenn man das hier sieht, das komplette Ventil sitzt hier im Griffstück. Hier hinten ist die CO2-Kartusche und hier vorne befindet sich das Ventil. Und wenn ihr das hier so weit auseinandergebaut habt mit diesem Body und der Gehäuseabdeckung, dann lässt sich das Ventil hier so nach vorne ausdrehen. Ihr habt das jetzt alles schon ein bisschen gelockert. Dann, wenn man das Ventil draußen hat, sollte man mit dem Schraubenschlüssel machen, da ist es am einfachsten. Dann sieht das Ganze so aus. Hier hinten ist ein Dichtring. Und wenn der Hämmer von vorne drauf schlägt, macht das Ventil kurz auf und durch diese kleinen Bohrungen strömt dann das CO2 nach vorne und dann schließt sich das Ventil wieder. Und um die Ventilsteuerung auszutauschen, muss man jetzt das Ventil zerlegen. Dazu lege ich euch mal kurz zur Seite. So, jetzt. Und zwar ist es folgendermaßen: Man dreht diese Dichtschraube ab. So, dann nimmt man den Gegenzylinder mit der Verschraubung runter. Hier hat man dann das Originalventil 7,5 Joule. Hier ist dann die Exportsteuerung mit 16 Joule, hat ebenfalls kleine drei Bohrungen hinten. Dann setzt man die Ventilvorderkappe wieder auf und schraubt diese Dichtschraube wieder hinten hier auf das Gewinde drauf. Und dann, es geht ein bisschen hakelig, weil hier überall noch Dichtmittel drin ist, zusätzlich. Und es fällt auf, dass der Ventilhub ein bisschen länger ist als beim Original. Das heißt, die Steuerzeit wird insofern verändert, dass das Ventil ein bisschen länger offen bleibt, sich dann wieder schließt. Durch das, dass dieser Begrenzungsring ein bisschen weiter nach vorne versetzt wurde, kommt mehr Treibgas durch die Kanäle und somit wird die V0 des Geschosses erhöht. So, bitte bedenkt, Leute, wir sind in Deutschland. Der Kauf ist frei ab 18 Jahren. Aber wenn ihr das umbaut ohne behördliche Genehmigung, macht ihr euch strafbar und das ist nicht gut. Da verstoßt ihr dann gegen das Waffengesetz. In Österreich oder in anderen Ländern könnt ihr das gerne tun. Da ist es kein Problem, dass Luftdruckwaffen über 7,5 Joule haben. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.